Für das beste Spielerlebnis bitte mit Ton spielen. Also dreht mal schön eure Boxen jetzt auf. Wir spielen Grimmige Legenden 2. Oh, da kommt ja ein Intro. Ich halte mal die Klappe gerade. Nehmen wir auch mal zur Seite. Oh, was macht der denn da mit seinem Kuh? Okay. Und damit, ja, herzlich willkommen. Wir spielen Grimmige Legenden 2, das Lied des dunklen Schwans. Ich habe noch keine Ahnung, was mich erwartet. Wir haben ja Grimmige Legenden 1, der Fluch der Braut, auch schon gespielt. Könnt ihr euch natürlich auch bei mir auf dem Kanal anschauen. Was haben wir denn hier? Diese nervige Werbung von denen, aber okay. So, Profil habe ich mir schon angelegt, also falls ihr euch wundert, ja, ich habe natürlich schon mal kurz gestartet, um zu gucken, ob ich es aufnehmen kann. Hier gibt es auch schon eine Vorschau auf Grimmige Legenden 3, ich weiß, welches Wimmelbild wir als nächstes spielen, aber wir fangen jetzt erstmal an mit Grimmige Legenden 2. So, ich wollte nochmal kurz gucken, Optionen, ich spiele auf normal, okay, so ist in Ordnung, dann starten wir mal das Spiel. Oh, das Lied des dunklen Schwans. Ja, ich hab doch schon gesagt, normal. Tipps und Überspringen laden langsam auf. Ja, aktive Bereiche sind nicht markiert. Ja, Wimmelbildspiele sind mit Federn markiert. Wimmelbildspiele sind mit Federn markiert. Ja, es bestehen milde Fehlerstrafen. Ja, Schauplätze mit momentanen Aufgaben. Ja. Alles, ja. I received a letter from the king of a distant kingdom. Greetings, healer. Your skills are praised far and wide. I need your help. I have consulted every doctor I know, yet none has found the cure I need. My queen has never spoken a word. I love her more than life itself, and I long to hear her voice. Hello, my dear. You're that healer, aren't you? My son, the king awaits you inside. And just so you know, his queen means the world to him. You've arrived. My wife must put our son to bed. I'd like you to take a look at her as soon as you're settled in. I trust you'll find these lodgings acceptable. So, hallo, möchtest du das Spiel erklärt bekommen? Weiß ich noch nicht. Ich versuche gerade noch rauszufinden, was hat das Spiel denn jetzt eigentlich mit dem ersten zu tun? Ich habe gerade keine Ahnung, aber ich... Natürlich, wir haben überhaupt keine Ahnung. Also wir möchten das Spiel bitte erklärt bekommen. Keine Anleitung, nein. Sprich mit den Charakteren. Okay, dann machen wir das mal. Table for your remedies. Once you're settled, I'll take you to have a look at the queen. Okay, verwende einen Tipp, falls du nicht weiter weißt. Er muss sich danach allerdings erst wieder aufladen. Muss ich den jetzt benutzen? Ich meine es einfach okay. Hebe ein Objekt auf. Hier können wir wieder so schön die naja, vorher, also in Grim Legends 1, da hatte man ja so ein schönes Streicheln, da konnte man ja, aber hier, das ist jetzt so ein Angraben. So, verwende Objekte aus dem Inventar, um mit der Welt zu interagieren. Ja, dann tun wir mal unsere Reisetasche auf den Tisch. Federn weisen auf eine Wimmelbildszene hin. Untersuche den Bereich genauer. Okay. Finde alle Einzelteile des Objekts. Interagiere mit Objekten. Oh, wir haben wieder das Streicheln. Yeah, wir haben wieder das Streicheln. Wie geil. So, was brauchen wir denn? Also wir brauchen... das Ding, glaube ich. Ah, okay, also... das Ding... Das Teil brauchen wir auch. 5 und 3. Oh Gott. Ich erkenne das Rätsel schon. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was das denn jetzt eigentlich mit dem ersten Teil so wirklich zu tun hat. Ich klicke hier einfach mal wild wie immer rum. Da ist noch was. Da ist auch noch was. Ich muss mich mal hier konzentrieren. Das brauchen wir. Oh, da ist ein Abfluss. Den haben wir jetzt erstmal freigemacht. Das Ding brauchen wir noch. Da hinten ist noch was. So, ein blauer Kristall, der ist da in dem Gu. Wie kann ich diesen schmelzen? Ich liebe Kerzen, sie sind so beruhigend. Ja, dann nimm so eine Kerze
und halte sie da drunter, dann kann man das bestimmt schmelzen. Ah, wir können hier bestimmt ein Streichholz nehmen. Das war wohl nichts. Ich sollte etwas anderes versuchen. So, wir schmelzen mal diesen grünen Glibber da weg. Okay, das erste Teil haben wir. Jetzt fehlt uns noch so eine Schraube, die ist hier in dem Zeug. Und dann haben wir... Oh, wir haben alles. Hä? Was ist das? Präzise. Schließe eine Wimmelbildszene ab. Oh. Ach, eine Lupe ist das. Okay. So, nützliche Hinweise sind in deinem Tagebuch gespeichert. Untersuche die Königin. Okay, also mit der Lupe jetzt oder wie so? Zack. Nee. Was haben wir denn hier noch? Hiermit wird dem Träger dieses Schriftstücks gestattet, sich frei im Adlerkönigreich zu bewegen. Der Adlerkönig. Ja, dann steckt das doch mal ein, Frau oder Mann oder... Ja, wir sind eine Heilerin, also Gesundheitsfanatiker. Finde ein Siegel der Heilerin. Ach, hier gibt's wieder so tolle Sammelsachen. Ist denn hier irgendwas, was wir... Ein Kelch, okay. Räumen wir alles weg hier. Schneller. Was? Unter der Truhe muss ich etwas verbergen. Der Boden hört sich hohl an, wenn ich draufklopfe. Ja, es gibt wieder ganz viel Wimmelbildliebe für euch. Was ist das denn? Das ist doch ein Relief in der Wand. Wie kann dann bitteschön dieser Ritter da draufklopfen? Oh, und der Drach kann die Augen aufmachen. Wo ist euer Schild, oh mutiger Ritter? Was ist denn hier drüben? Follow me, please. Okay, follow me, please. Ja, reise zu einem anderen Schauplatz. So, die Königin. Wir schauen uns erstmal um, was wir hier so alles haben. Oh, eine Axt und... Ja, einfach einstecken. Mit diesem Beil brach der König die Tür des brennenden Hauses ein und rettete seine zukünftige Gemahlin. Sicherlich hatte das Schicksal seine Finger im Spiel, denn als er sie hinaustrug, flogen 7 Schwäne über das Paar. Oh. Viele sagen, dass es eine göttliche Fügung war. Sie schläft sehr friedlich. Schicker kleiner... Was? Sie schläft sehr friedlich, schicker kleiner Kerl? Muss ich jetzt echt mit den Tanten hier reden? Oder kann ich? Ich glaube, ich muss. So, wir gucken uns erstmal die Königin an. Sieht aus wie eine allergische Reaktion. Vielleicht gegen Gift, Efeu oder Eiche? Ich brauche meine Lupe. Dann lupen wir ihr mal ins Auge. Was zur Hölle war das? Sie hat eine odde Rash auf ihren Händen. Her eyes are chronically bloodshot, and with dark circles under them. What do you advise? The queen should get some rest before further examination. I'll prepare relaxing brew for her. Ah ja, also wir haben ihr gerade mal... Take your time. The queen will await you in her chambers. Also wir haben ihr gerade mal mit der Lupe ins Auge geguckt und schon muss sie sich ausruhen. Das kann ja nur Stunden dauern, bis wir hier mal weiterkommen. So. Was sagt denn? Bereite den Beruhigungstrank für die Königin zu. Okay, wenn mir einer verrät, wie, dann mache ich das natürlich auch gerne. Aber ich vermute mal, wir müssen hier irgendwie zurück. Was haben wir denn? Wir haben den leeren Krug, wir haben den Kelch. Hier ist irgendwie mit klarem Wasser gefüllt. Okay. Schwarze Magie ist strengstens untersagt. Keine Hexen, keine Raben, keine... Was ist das? Kann das irgendjemand erkennen in der Mitte? Also ich habe keine Ahnung, was das ist. Keine Frösche mit Zauberstäben und keine Katzen in Töpfen. Ich weiß nicht, was hat man denn gegen Katzen in Töpfen? Ich flimmert die ganze Zeit was. Ich denke die ganze Zeit, da ist noch irgendwas. Das hatten wir schon. So, oh, wir haben hier ein Zauberbuch, so wie es aussieht. Also wir brauchen, wenn ich das richtig deute, Wasser... Dann den grünen Glibber zu 2 Anteilen in das Glas und in den brennenden Kessel. Dann das Wasser mit 4 Anteilen und irgendwelchem anderen grünen Glibber auch in den Kessel. Okay, ich glaube, wir probieren das einfach mal. Wir holen uns mal Wasser. Ich weiß nicht, ob wir das Zeug schon alles haben. Wir nehmen den leeren Krug. Machen den mal voll mit Wasser. Gefunden, Krug mit Wasser. Ich wette, den müssen wir jetzt erstmal hier irgendwo hinstellen. Ja, das war so klar. So, also der grüne Glibber zu
Ihr wollt mich doch so verarschen. So, jetzt muss ich zwei Stück davon... weg damit. Ich weiß schon. So, wir machen das voll, dann gießen wir was da rein, dann haben wir zwei, dann kommt das in den Topf. So, dann nehmen wir Wasser. Warte mal, ich kenne dieses Rätsel, ja. Ich muss nur echt gerade wieder überlegen, wie kriege ich jetzt hier vier hin? Also, wenn wir fünf, dann haben wir zwei. Also, ich probiere das mal aus. So, fünf, dann gießen wir das da rein, dann haben wir zwei. Kann ich auch zweimal zwei? Geht das? Nee, okay. Um die richtige Mischung hinzubekommen, braucht man vier Teile Wasser. Dann gießen wir das darüber. Dann gießen wir nochmal da rein. Dann gießen wir das da rein und dann gießen wir das weg und das da rein. So. Ich habe vergessen, die Kräuter hinzuzugeben. Ach so. Geben wir noch die Kräuter hinzu. Tun das auch da rein. Dann nehmen wir noch hier ein Streichholz. Zünden mal das Feuer schon mal an. So, und jetzt müssen wir mit der Kelle in den Kessel und... Ach, umrühren. Okay, ja, umrühren sollte man auf jeden Fall. Bleib ruhig, bereite den Beruhigungstrank zu. So, und jetzt mit dem Kelch hier, zack, einmal rein. Der Beruhigungstrank hier, schön Beruhigungscocktail mit der Kirsche. Das ist bestimmt eine Tollkirsche. Und jetzt müssen wir zur Königin. What is that? Oh nein! Grüner Glibber an der Wand, an der Tür. So. Die Tür ist von verschlossen. Ich muss sie öffnen. Von verschlossen. Guten Tag, liebe Tür von verschlossen. Warum ist jetzt hier eigentlich die Wiege umgekippt? Hier ist doch gar nichts sonst gewesen. Okay, die sitzt da einfach nur. Was haben wir denn eigentlich hier hinten? Das habe ich vorhin schon... Jemand hat einen Teil des Bildes entfernt. Und welchen? Das Schloss wahrscheinlich. Gut, den müssen wir wohl erstmal finden. Was haben wir denn hier noch? Kann ich hier irgendwie was aufmachen? Verschlossen! Hä? I'll write it down. Ich notiere es ja, was? Wo? Steht das hier jetzt irgendwo? Beruhige die Pfauen... Was? Beruhige die Pfauendame? Welche Pfauendame denn? Jemand hat das wundervolle Band zerrissen. Oh nein. Oh. Das war sicherlich das Lieblingsspielzeug des Prinzen. Tolles Spielzeug. Könnte ich stundenlang machen. So. Diese dramatische Musik. Die mir gerade aber auch nicht weiterhilft. Wo ist denn hier noch was? Können wir die angucken? Zum Glück steht sie bloß unter Schock. Hier könnte der Zaubertrank helfen. Ja, dann... Thank you, dearie. How horrible. I can't bear to look. Please, go into the Queen's chamber and tell me my grandchild is all right. I'll call the guards. Ja, toll. Tante, hast du nicht gesehen, dass die Tür zu ist? Geh in das Gemach der Königin und schaue dich um, da es zu... Das Tür ist von verschlossen. Die Tür. Oder stand da gerade tatsächlich das Tür? Okay, was haben wir denn noch? Gar nichts mehr. War ja irgendwie logisch. Ist hier noch irgendwas? Nein, das ist alles zu. Wie soll man denn hier irgendwas machen? Ah, hier können wir gar nichts mehr machen. Ich dachte, wir könnten jetzt nochmal so einen Beruhigungstrank für uns brauen. Ja, wie soll ich denn da irgendwo hingehen? Gäste, ich hab doch nur die zwei Räume. Och, jetzt kann diese komische Kapelle mal aufhören zu spielen. Jemand hat einen Teil des Bildes entfernt. Also Schwan und Adler. Und dann fehlt wahrscheinlich das Adlerschloss oder so. Das Ding kriege ich auch nicht auf. Das ist nun... Ja, das haben wir ja alles schon. Sag mal... Verzweifle ich jetzt echt schon am allerersten Bild. Mach doch hier an den Klinken auf. Was ist das?
Eins von 31. Ach so, das sind eins von 18. Also das sind diese Sammeldinger. Geh in das Gemach der Königin. Ja, okay. Bereits bereiste Schauplätze kannst du schnell erreichen. Empfangszimmer, da sind wir und hier ist eine Aufgabe verfügbar. Ins Gemach der Königin kommen wir nicht und im Gästezimmer ist nichts. Okay, also muss hier irgendwo was sein. Oh! Ich glaube, jetzt wird hier gleich richtig Action folgen. Wir nehmen nämlich die Axt und hauen die Tür ein. Und nochmal. Und nochmal. Also ich würde ja durch diesen grünen Nebel jetzt eigentlich nicht durchgehen. Das sieht nicht so wirklich gesund aus, aber... Someone was just in here. Are my eyes playing tricks on me? No, I know what I saw. Was it magic? Ja, ich glaube, sie hat Wahnvorstellungen. Was haben wir denn hier? Eins ist klar, sie sind nicht essbar. Warum nicht? Wer sagt denn, dass sie nicht essbar sind? Ein Teil des Bettrahmens fehlt. Was? Ein kleines Mädchen und 7 Schwäne. Ja. Okay, hier ist noch ein Buch. Die junge Königin fühlt sich nicht Schwiegermutter verbunden. Also hier, man merkt schon, der Texter, der war wahrscheinlich total unterbezahlt und hat dann einfach die Hälfte der Wörter weggelassen. Was haben wir denn jetzt? Eine Fackel. Mit schwarzer Magie sollte ich mich besser nicht einlassen. Wie ich sehe, liebt die junge Königin das Webehandwerk, aber warum verwendet sie anstelle von Wolle Kräutern? Eine schwarze Feder? Oh nein, eine schwarze Feder. Also sie webt mit Kräutern. Ja, steck das doch mal ein oder so, ich will gucken, was da drunter ist. Oh, da. Anscheinend zählt jemand die Tage bis Hemden? Ja. Vielleicht sind das ja einfach nur die Tage, die sie braucht, um grüne Hemden aus Kräutern zu erstellen. Hier ist noch irgendwas. Hier fehlt etwas. Bei denen fehlt einiges. Fehlt, glaube ich, so einiges. Huch, was war das denn? Was war das? Ich habe es nicht mal gesehen. Ich habe einfach geklickt. Oh, was haben wir jetzt noch? Ein Haken und eine Fackel. Okay, ein Haken und eine Fackel. Ich wüsste jetzt momentan nicht, was uns das weiterhilft. Ja, hier fehlt was, ich weiß. Achso, wir sollten uns vielleicht mal die Königin einfach angucken. Thank goodness. She's just unconscious. Ja, sie ist bloß bewusstlos. Diese Farbe glüht aufgrund von Magie. Nimm das mit, bitte. Danke. So. Neue Aufgabe. Zeige dem König das Amulett. Wo ist denn der König? Den habe ich noch nirgends gesehen. Das ist bestimmt die Schwiegermutter. Die war das bestimmt. Mit schwarzer... Ja, okay. Wo ist der... Da ist der König. Was habt ihr gefunden? So, what happened? The queen was holding this in her hand. Let me see it, dear. Dark magic? My goodness. Son, you know the law. Ja, du Olle Schabracke, warum schmeißt du das Ding denn einfach weg? Arrest the queen. Schmeißt sie einfach dieses Amulett da weg? Das hätte man bestimmt noch irgendwo hier ver... Innocent, but even she is not above the law. Please, help her. Tell her I love her. Here, take this flower. It's her favorite. She will know she can trust you. Okay, warum schmeißt sie denn einfach das Amulett weg? Ich meine, damit hätte man hier bestimmt irgendeinen Schrank oder sowas aufmachen können. Gib mir das Amulett. Find the old passage to the tower and see my wife. We'll meet afterwards in the garden. Okay, wir treffen uns gleich im Garten. Warum auch immer. Findet die Königin überzeugt. Okay, triff dich mit dem König in der Gartenanlage. Was ist das denn? Wir haben irgendein Puzzleteil. Eine Sonne, eine Königsblume. Okay, nicht, dass mir das jetzt gerade irgendwas weiterhilft. Und das Ding verstehe ich auch noch nicht so ganz. Warum hat jemand diese Zeichnung hinter der Tapete versteckt?
Wenn das ein Schloss ist, warum haben die Tapete überhaupt direkt auf die Steinmauern gemacht? Also tapeziert. Ah! Na gut. So, wir sind am Ende der Folge angelangt. Deswegen denke ich, werden wir uns dann einfach in der nächsten Folge sehen von Grim Legends 2. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich habe nur noch keine Ahnung, was mich hier erwartet. Also ich kann die Story immer noch nicht deuten. Aber wie gesagt, ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.